Hier im schönen Lummerland lebt Lukas, der Lokomotivführer. Er ist stolzes Mitglied bei der Gewerkschaft der Lokomotivführer. Sein Kollege Jim Knopf leider nicht. Du, Jim, mir reicht's. Immer nur im Kreis fahren für einen Hungerlohn. Ich gehe jetzt zu Bahnkönig Medon und fordere 10% mehr Lohn. Ach was, 20? Nein, 30%. 30%? Mhm. Meine Gewerkschaft hat für mich gerade mal 4,5% mehr rausgeholt. Tja, du bist ja auch bei der falschen Gewerkschaft, Jim. Wenn ihr zu blöd seid zum Streiken, kann ich euch auch nicht helfen. Aber wir Bahner müssen doch zusammenhalten. Dubidubidu. Und so machen sich Lukas, der Lokomotivführer, und sein Kollege Jim Knopf auf den Weg zu Bahnkönig Medon. Guten Tag, ihr beiden. Hallo, Bahnkönig Medon. Ich will jetzt auf der Stelle 30% mehr Kohle. Oder in Lummerland geht morgen im Berufsverkehr gar nichts mehr. Hä? Du spinnst wohl. Dein Freund Jim hier war schon mit 4,5% zufrieden. Der ist ja auch bei der falschen Gewerkschaft. Aber wir Bahner müssen doch zusammenhalten. Ach, jetzt halt mal die Klappe, Jim. Von mir gibt's keinen Cent mehr. Ich will doch die Lummerland-Bahn AG an die Börse bringen. Und außerdem muss ich mit den Billigfliegern konkurrieren. Das ist mir doch Schnuppe. Sogar die Postboten kriegen auf Lummerland inzwischen einen Mindestlohn. Oh, wenn du streikst, dann zieh ich vor Gericht. Aber wir Bahner müssen doch zusammenhalten. Oh, Jim, halt endlich deine Fäden still. So geht das stolze Mitglied der Gewerkschaft der Lokomotivführer erneut in den Streik. Und nichts geht mehr. Deshalb müssen die Berufspendler von Lummerland mal wieder zu Fuß gehen. Eine Bahn jetzt bei Tarifen. Ja, wieso denn eigentlich nicht? Wir wollen 30% mehr. Darauf sind wir sehr erpicht. Und weil ihr uns die nicht zahlt, steht ab morgen alles still. Sitzen eh am längeren Hebel, weil ja jeder Bahn fahren will.